Und hiermit recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Willkommen zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Solltest du das Spiel zum ersten Mal spielen, empfehlen wir dir zunächst das Tutorial zu absolvieren, damit du dich schneller auf der Feuerwache zurechtfindest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen. Hega, was für Tutorial und somit einen wunderschönen an euch da draußen, einen wunderschönen guten Morgen. So, ja. Um 15 Uhr gibt es jetzt nicht nur Emergency, sondern ab und zu auch mal hier so ein bisschen Firefighter 2014 oder auf Feuerwehr die Simulation oder wie man es jetzt auch alles nennen möchte, auf meinem Kanal. Es wurde sich so ein bisschen von der Community Wünsche, nenne ich das jetzt einfach mal, dass ich mal so alte Feuerwehrsimulationen spiele. Und der liebe Edge hat zu mir gesagt, Digga, Firefighter 2014, Digga, kostet gerade nichts, 4 Euro oder so, gönn dir mal. Gemacht. Trotzdem gehen auch Grüße an den Erbse, an den Erbsenzähler oder auch Erbse an sich raus, der mir gesagt hatte, so Flughafenfeuerwehrsimulator oder Werksfeuerwehrsimulator, sowas wollen wir mal spielen, ist ganz lustig, die Leute sind hier alle verpeilt und kann nur witzig werden. Deswegen dachte ich mir mal so, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Ja, nee, also Tutorial brauchen wir nicht. Guten Morgen zusammen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Alles klar. Dir teile ich heute das HLF Florian 6 zu. Nice! Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Kein Problem. Bis auf Weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Alles klar, Digga. So. Harald, Gerlinde, guten Morgen, hallo, so, HLF 6. Welches ist der 6er? Da steht 2, da steht 3. Warte mal. Das sind die Fahrzeuge schon, oder was? Neu, das kann nicht sein. So, wo ist ein 6er? Da, HLF 6. So, natürlich, ne, wir sind nicht so wie die anderen. Erstmal Fahrzeugcheck. So. Was haben wir denn hier? Also, Grafik, Notruf 2 kann einstecken, ne? Also, das ist hier halt natürlich eine andere Hausnummer. Was ist eigentlich dieses Plus da oben? Also, dieses Lebensbalken, das würde mich interessieren. Ha, vielleicht wäre das Tutorial gar nicht so schlecht gewesen, aber dafür seid ihr ja jetzt da. Ja? Lauch, Pylon, Feuerlöscher. Ja, von Wirt? Ne, der ist nicht von Wirt. Was ist das? Ein Ölbindemittel. Und noch ein Ölbindemittel. Ah ja, okay. Tankstutzen, ja, wie geil, Alter. Richtig gut. So, okay, also da ist alles gecheckt, ist alles da. Kann ich die Pumpe bedienen? Eigentlich? Nee, kann ich nicht. Hallo. Okay. So, da haben wir Spreizerschere, Atemschutz, Bese, Axt. Meinungsverstärker. Nee, das ist Halligentool. Ja, ist auch ein Meinungsverstärker, aber egal. Standrohr. Okay. Ja, das ist alles safe. Dann schauen wir mal kurz, ob denn alles drin ist. Gut, Huppe geht. Lichter. Einsatz! Vielleicht nur das Blaulicht. Klar, Blaulicht. Klar, Einsatz angenommen, wir sind da. Wo geht's hin? Ah, ne. Was muss schneller gehen? Wir fahren raus, ne? Wer fährt mit? Es muss nicht schneller gehen. Ich bin da! Unfall! Weg da, Platz da, ich weiß, wo ich hinfahren muss. Ich könnte dir Geschichten erzählen aus meiner Dienstzeit. Mann. Was macht so weh? Sorry, wer steht leider nicht in meinem Weg? Digga, halt mal da drüben die Fresse, Alter. Wir müssen hier Mülleimer branden. Da ist wichtig. Leute, der erste Einsatz, ich weiß, morgens Routine. Ich weiß nicht mal, ob ich alle Fächer hinten zugemacht habe, aber egal. Blaulichthorn geht auf jeden Fall. Einsatz. Lol, was geht denn jetzt ab? Ah,
Egal, wir sind in Wegberg. Map wechseln. Boah, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Wie kann ich denn die Sicht ändern? Ist ja mal gut zu wissen. Spiegel gut, man kann gut in den Spiegel sehen. Gestern beim Arbeiten an meiner privaten Homepage bekam ich eine geniale Fehlermeldung. Es hieß Fehler Florian 6 Anleitstand, melde Fahrzeug am Einsatz aus. Ich erstmal wie Ochs vom Berg. Gemeint war Fehler am POP3-Server. Diese dämlichen 1:1 Übersetzungen. So. Aussteigen. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Was müssen wir tun? Verbleibende Zeit. Okay, 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 okay. Warte, 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 warte. Ah, Digga, lösch ich, lösch ich, lösch ich. Atemschutz. Auf mit, Wasser. Ja, noch bestimmt Tank, oder? Oder einmal anbinden. Und jetzt Rohr zur Gerlinde. Auf geht's! Das ist aber nicht nur Mülleimerbrand. Ja, Angriffstrupp für den Einsatzleiter für den Angriffstrupp. Florian 6 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Richtig. Ich wollte gerade Einsatzabmeldung. Stressig, 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 stressig. So früh am Morgen, Alter. Gleich Stress. Ich will keinen... Ah, okay. Kann ich das jetzt irgendwie absetzen? So, perfekt. Klappe zu. Klappe zu. Und Feierabend. Hä? Okay, wir müssen wieder zurückfahren. Hast du eigentlich schon das Drehbuch zum nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Ist doch Garderol, ne? Ich zu der Zeit nicht in einem Retro-Game gebucht bin, bin ich gerne wieder dabei. Wer da quatscht? Ist doch Garderol, oder? Ich glaube, ne? Was piepst denn da die ganze Zeit? Eigentlich vergessen anzuschnallen, oder was? F6. Ah. Aber man kann auch mit rechter Taste, linker Taste blinken. Okay. Nochmal F7. Okay. Mission complete, Alter. Wie sind's einfach, Leute? Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Genau. Status 1. Okay. Also. Chat, ihr denkt euch jetzt bestimmt so, Digga, was zockt ihr da eigentlich und was ist da eigentlich los? Aber ich bin drin. Ich fühl's. Ich bin der Feuerwehrwiller. Notruf 112, geh nach Hause. Feuerwehr, die Simulation. Wir sind's einfach. So. Wir müssen links, ne? Ja, wir müssen links. Sehr cool. Ja, erster Einsatz. Ging schnell. Wir haben nur noch 1 Minute 30 Zeit, um, Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Genau. Also wir müssen schnell abarbeiten. Ja, wie, mein Kollege steigt jetzt hier nicht aus und macht mir das Tor auf. Ja, Arschloch, Alter. Falsche Tour. Egal, warte, 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 warte. So. So, Feierabend, Jungs. Jetzt mache ich noch einen schönen Screenshot.
Weil ich noch nicht weiß, wie man den HUD ausblendet, muss ich das jetzt irgendwie gut gekonnt machen? Okay. So. Sehr, sehr geil, Alter. Erster Einsatz erledigt. Zweiter Einsatz folgt, würde ich mal sagen. Wozu, dass dann mir einer die Radkappen klaut. Dann lass... Also, wir haben ja jetzt, gut Deutsch sagt, Mahlzeit, Servus, Gerlinde. Ah ne, warte mal, du bist der Harald, ne? Servus, gut geht's mir. Und, wie geht's dir? Bist du Mann oder Frau? Transgender geht auch, Alter. Also, no problem. Ah, sieht weiblich aus. Nichts zu tun? Ah, sieht weiblich aus. Oder? Oder hast du einfach Probleme? Ich glaube, du hast ein bisschen was im Nacken. Ah, ein bisschen was im Nacken. Zu oft schlagen. Was soll das? Ja, Entschuldigung, okay, ich mobb dich nicht. Mein Gott. Tage oder was? Servus, hi, guten Morgen. Du schon wieder, hä? Ja, du kleiner Schlingel, du. Wie geht's dir? Nichts zu tun? Doch, doch, klar, hey. Ich bin Waschi. Guten Morgen, hi, servus, hi. Blonde Strille, waren wir beim Friseur, hä? Nichts zu tun? Ja, okay, ich sag nichts, Mann, beruhig dich doch. Alter Vater, hey. Die sind hier alle angespannter als angespannt. So. Ja, okay, wir haben unser Fahrzeug. Was, mit dem Werkzeug können Defekte am Fahrzeug beseitigt werden? Es wird zusätzlich benötigt, um beispielsweise die Autobatterie eines Unfallfahrzeugs abzuklemmen, eh. Ja, lol, Alter. Man kann jetzt hier richtig so sein Auto reparieren, oder was? Das ist ja mal mega cool. So, man kann hier echt einen Alltag mal verbringen. Okay, sehr cool. Das fühle ich halt jetzt wirklich, ne? Das ist der Richard dahinter. Ein Stichtanmacher. Sehr geil. Okay, 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 okay. Dann gucken wir mal, dass wir... Nochmal kurz gucken. Dann gucken wir mal, dass wir nochmal kurz gucken. Wie viel Sprit hat es noch? Der ist voll getankt. Alles drin. Okay. Gut. Wer auch für den HLF zuständig, fürs HLF zuständig ist, ist auch für den WLF zuständig. Nee, natürlich nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Schlüssel vergessen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal einen Kaffee schlürfen. Mal vor, aber kurz eine Runde Seiche. Hi, hi. Guten Morgen, hi, Servus. Ah, hallo, hi. Wie geht's, hä? Du bist der, der sonst immer hinter sitzt, ne? So wie du guckst. Nichts zu tun? Na du, ich sag nichts. Wie gesagt, hier jetzt Seiche. Muss ich mir jetzt nicht zugucken können. Okay, das war ein bisschen fail. So. Gang mal Zeichen. Schön, Hände waschen. Wo ist eigentlich hier das Desinfektionsmittel? Also eigentlich geil, dass man hier eigentlich alles so ein bisschen machen kann, ne? So, einmal. Keine Absicht. Guten Morgen. 16.30 Uhr und ich sag guten Morgen, weißt du, das ist halt auch schon wieder super. Richtiger, richtiger Jeremy. Muss ich meine PA-Flasche wechseln gehen? Also hier ist der ELW. Wir haben drei HLFs anscheinend. Eine DLK und ein WLF. Wahrscheinlich ist da das Rüstwagen dann drauf, also... Alle Einsatzkräfte. Einsatz! Von der Grillhütte im Brunsdorfer Wald kam eine Meldung rein. Bei einer Grillfeier scheint die Grillhütte Feuer gefangen zu haben. Alle Einsatzkräfte. Leg mal einen Gang zu. Florian 6 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Einsatz, Einsatz. So. Diesmal fahren wir in der Außensicht, dafür wollen wir dann wieder falsch rum zurück. Frühzeitig Horn anmachen. Oh, Vorfahrt, du Assi! Idiot, Alter! Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich als zweites Fahrzeug rausfahren dürfte. Aber unser ELW, der lässt krachen, Alter.
Der Elwe, der hat hier eine gute Zack getroffen, ne? Der denkt sich so, ja Bruder, komm. Oh, jetzt schon dunkel, Alter. Ah, es sieht auch fett aus, ne? Weg da aus der Bahn, der Nifa GDI. Meine Bahn ist frei. Können wir Horn ausmachen. Ich weiß, rechtlich ist das nicht erlaubt. Menschlich ist es aber nicht schlecht. Für die Tier, Umwelt und was auch immer alles. Den Bahnübergang, den habe ich anders mitgenommen. So, wir müssen links. So. 3 Minuten haben wir noch. Das ist ja richtig, also was es hier für Wege gibt. Oh nein! Alles gut. Ist nur der Spiegel gewesen. Hat unser ELW eigentlich schon erste Lage gemeldet? Das ist ja jetzt gut, also wäre jetzt cool, wenn man jetzt schon zur erste Lage bekommen würde. Boah, ich fühle das gerade voll. Ohne Spaß, Leute. Bin gerade voll in dem Modus drin. So. Kollegen sind wahrscheinlich alle vor mir schon da, ja klar. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ist halt auch geil, ne? So. So. Aussteige. Ja, brauchen wir hier nicht. Das ist schon zusammengefallen. Mitnehme. Ihr kümmert euch um die Wasserversorgung, Kollegen. Von außen nach innen löscht man. Oh, wie das knackt. Ja, wie geil, Alter. Sehr cool. Man kann in die Hocke? Okay. Und das noch ablösche. Noch ein bisschen Nachlöscharbeiten. Das Feuer wurde bekämpft. Ein Übergriff auf angrenzende Wald konnte erfolgreich verhindert werden. Die Schicht kann hiermit so beendet werden. Und das war unsere erste Schicht als Feuerwehrleutdecker. Sehr, sehr cool. Aufgrund deiner hervorragenden Leistung am gestrigen Tag ist es mir eine Freude, dich mit sofortiger Wirkung zum Feuerwehrmann zu befördern. Ich hoffe, dies motiviert dich auch weiterhin, vollen Einsatz zu zeigen. Dich teile ich heute als Fahrer im Rettungsdienst auf dem RTW Florian 5 ein. Oh mein Gott. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Wir dürfen RTW fahren und das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es morgen wieder heißt, wir sind Firefighter 2014. Guys, schaltet wieder ein. 15 Uhr, ansonsten heute Abend um 19 Uhr kommt eine neue Folge Project Cars. Bis dahin, haut's rein, Spezi, Hohenbrust. Ciao.